Wunderschönes Hallo allerseits. Normalerweise heißt es ja, man soll Videos immer an anderen Plätzen aufnehmen, aber der Platz da vorm Haus in der Sonne, auch wenn jetzt nur heute nur spärlich durchkommt, ist einfach viel zu geil. Gut, ein weiteres Video zum Thema Lass uns Klartext reden. Das dritte in der Serie, mal schauen, oder eigentlich vierte. Mal schauen, ob mir noch welche einfallen. Wir haben bis jetzt geklärt mit dem Muskelcoaching-Konzept. Kannst du trainieren ohne Fitnesscenter? Du kannst, oder wenn deine Wahl ist, alleine zu trainieren, nicht in Gruppen, nicht im Fitnesscenter, wie auch immer, aus diversesten Gründen ist das Muskelcoaching-Konzept perfekt für dich. Wir haben schon besprochen, wenn du keine Zeit hast, wenn das dein Argument ist gegen ein tägliches oder mehrmals wöchentliches Fitnesstraining. Muskelcoaching funktioniert. Du brauchst keine extra Zeit. Jetzt hätten wir noch ein Argument, was mir eingefallen ist. Und zwar, okay, wir wissen, du möchtest daheim trainieren. Oder zumindest nicht irgendwo mit anderen im Gym. Du hast keinen Platz. Vielleicht kann es sein, dass in deinem häuslichen Setup es nicht möglich ist, dir einen kleinen Trainingsbereich einzurichten. Selbst mit Calisthenics könnte es Probleme geben, vielleicht mit Liegestützen und solchen Sachen, weil vielleicht hast du nicht die Ruhe daheim. Ich zum Beispiel persönlich, sobald ich mich am Boden lege und Liegestütz mache, kann ich mir sicher sein, dass der Hund auf die Matte dazukommt und schaut, ob es mir eh gut geht. Wenn dich sowas nervt, viele finden es lustig, mich nervt es persönlich teilweise, vor allem mein Hund ist stur, der lässt sich davon nicht wirklich abbringen. Ja, auch dann, wenn du dieses Problem hast, dass du keinen Platz hast, keinen Platz für Geräte hast, keinen Platz für dich hast, du brauchst im Muskelcoaching keinen Platz. Du brauchst den Platz, wo du stehst. Du kannst viele Übungen im Stehen machen, du kannst viele Übungen im Sitzen machen. Du brauchst praktisch keine Trainingsgeräte. Ich zeige auch teilweise Übungen her mit kleinsten lustigen Haushaltsgeräten oder Geräten des täglichen Lebens. Die sind zwar vielleicht im ersten Augenblick lustig zum Anschauen, sind aber ernst gemeint. Du kannst damit wirklich trainieren. Du kannst mit einem Kochlöffel trainieren. Du kannst mit einer Krawatte trainieren. Du kannst mit einer Kaugummidose trainieren. Du kannst mit der Leine des Hundes trainieren. Habe ich auch schon gemacht, wenn du einen Hund hast. Ja, also auch das Argument, kein Platz, gilt nicht. Du wissen willst, wie es funktioniert. Du dich angesprochen fühlst, sowohl auch gerne als No-Timer, On-Fitness-Schema habe ich es genannt, oder No-Spacer, nenne ich das jetzt, du hast keinen Platz. Und du möchtest trotzdem trainieren, melde dich gerne. In diesem Sinn, einen schönen Tag, tschüss, Baba.